Да. Единиц на ток там. Я говорю, да, с места профита бы ты не мог. Лас uns dann außen in den Arsch tritt, den Tintenfischer. Haben Sie sich je gefragt, was die Azteken und Inkas dachten, als sie zum ersten Mal die Pocken gesehen haben? Ich meine, sie haben die Fohlen doch gesehen. Und das, was sie tun. Crawford hat immer gesagt, er hätte eine Lösung dafür. Das ist unmöglich. Das muss heißen, denkst du? Okay. Dieser Anzug, er besteht aus einem halborganischen Nanogewebe, das sich selbst repariert und ist ein Patent der Hagrid Red Corporation. Ja, der Hagrid. Er hat das Ding entwickelt. Crawford war Special Ops. Hagrid hat ihn für den Anzug rekrutiert, aber er ist desertiert. Er kam zurück, war nicht mehr ganz bei sich. Und dann... Sehen Sie das? Virale Subroutine in den tieferen Schichten des Anzugs wie ein lebender Code. Und er... Ich weiß nicht, als würde er sich selbst neu schreiben, um etwas Neues unterzubringen. Vielleicht eine neue Datensammlung? Meine Vermutung? Was Sie da sehen, ist die Biokodierung für einen Impfstoff. Gegen die Spore. Wir müssen dieses Zeug dekodieren. Hier kann ich das nicht machen. Ich habe die Rechenleistung nicht. Ich müsste... Gott verdammt, der einzige Ort in New York, wo das ginge, ist Hargreaves Labor auf Roosevelt Island. Das Prison. Und das ist meilenweit ab. Es wäre Selbstmord, da jetzt hinzugehen, wo doch überall... Scheiße! Infiltriere die Zell-Nanotech-Anlage, dringe in den Zell-Gefechtsstand ein.
Die Aliens sind der Brüder, ja. Tarnfeld aktiviert. Oberzeichen hier ist Smaragd 1. Mehrere Sam-Läufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. An bitte Unterstützung. Verstanden. Halten Sie durch. Smaragd 3 ist unterwegs. Aktiviert. Oberzeit, hier ist Smaragd.